So, ja, genau, die Kamera noch ein bisschen zurechtdrücken und jetzt fröhlich drauf losbrabbeln, in der Meinung, dass auch das Mikrofon eingeschaltet ist. Natürlich ist dieses nicht eingeschaltet und ich spiele den Ton jetzt extern ein. Worum geht es heute? Was möchte ich euch heute sagen? Was passiert in dieser Folge Erwin geht angeln? Genau, ultraleicht auf Hering. Mal was anderes, sehr interessant und wie immer seid ihr natürlich mit dabei in diesem Video. Ich wünsche euch nun viel Spaß. Ab jetzt auch mit Ton. Ja, liebe Leute, was mache ich hier heute überhaupt? Wir haben es natürlich jetzt sehr, sehr windig. Ein Chiburashka mit 4 Gramm, ein Wurmimitat. Und ja, ich bin jetzt hier an einem kleinen Kanal. Und was machen wir hier? Wir angeln hier auf Hering. Der Hering ist da. Ja, und den werden wir heute mit Ultralight, kleinen Gummis, auch Spoons, jetzt Spoons bei dem Wind ein bisschen schwer, deswegen sind wir mit den Gummis und Chiburashka gestartet. Macht einen riesen Spaß und ist auch, oh, da haben wir ein Biss, ist auch eine andere Art von Angelei auf Hering, als man das kennt. Ah, da haben wir ein Biss. Ja, also, und da haben wir. Ja, Leute, ihr seht, der Hering ist da und auch mit Ultralight-Tackle macht es eine Menge Spaß. Sehr, sehr interessante Geschichte, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Wir haben jetzt schon ein paar Heringe gefangen, lassen den Köder bis auf Grund absinken oder kurz vor Grund, twitchen den Köder, oh, da haben wir schon einen, ja, und da haben wir einen. Also meistens beim Absinken kommen schon die Bisse. Und das am Ultralight-Deckel, könnt ihr euch vorstellen, wie Spaß das macht. Hier, da kommt der, hopp, da hin man hoch. Da ist der Hering, unser Hering am Gummi. Geile Sache. So sieht das aus, unsere Köderkiste. Ich benutze jetzt hier so einen silbernen Wurm, der funktioniert sehr, sehr gut. Köder wird animiert über die Rute, einfach immer ein bisschen twitchen, im Köder Leben einhauchen. Und die knallen dann in der Regel richtig rein, also man merkt es schon. Wenn man ganz langsam einholt den Köder, so ein leichter Stups in der Rute. Na, da haben wir einen Biss. Natürlich sehr, sehr windig, um hier heute extrem leicht zu angeln. Wir angeln hier so mit 3-4 Gramm. Statt der üblichen Heringsmontage. Aber ihr seht, eigentlich bei jedem Wurf kriegen wir hier so einen Hering drauf. So, Köder ist wieder drin. Hering ist im Eimer. Und schauen wir mal, dass wir noch ein paar bekommen. Und da haben wir einen. Also das geht jetzt hier wirklich, dann kommt er hoch, da seht ihr es. Hering. Da ist er, da, oh, das ist ein schöner hier, ein schöner Barren, silberner, oh, und weg ist er. Der hat sich dann selber befreit. Das war ein sogenanntes Quick Release. Also tatsächlich habe ich jetzt so in den letzten paar Würfen rausgefunden, man braucht gar nicht so weit werfen, der steht eher hier am Rand. Wenn wir dort das Würmchen so ein bisschen animieren, kommen sofort die Bisse. Na, da ist schon ein Biss. Ja, da hat er einen. Und da haben wir einen. Also ihr seht es jetzt. Da ist er, da kommt er. Unser Hering. So, da komm her. Da ist er. So, wir wechseln jetzt einfach hier mal die Farbe. Guck, da war er, da war er, da ist er. Ja.
Hey. Ja, da ist er. Boah, das gibt's ja, die knallen hier rein wie die Großen hier. Guck mal, ich lass runter und sofort hängt der Nächste. Ja. Ja, da sehen wir es auch, warum jetzt keiner mehr beißt. Also hier bei, ich merke es tatsächlich bei jedem Wurf, bis das ist. Egal, ob ich in der Mitte schmeiße oder am Rand, macht richtig, richtig Spaß, Leute. Kann ich jedem Ultraleichtangler empfehlen, dass wenn der Hering da ist, dass man sein Ultraleichtdeckel mal schnappt. Und das dann einfach mal auf Hering versucht. Oh, da haben wir einen. Da ist er, da kommt er. Also Leute, Hering auf dem Gummi, funktioniert wunderbar. Ja Leute, da ist der nächste Samtband. Da haben wir den Silberpfeil. Es läuft wie geschnitten Brot. Ja, der Hering, der ist da. Oh, da haben wir schon Biss. Jo. Jo. Dann kommt. Ja, da haben wir. Der nächste. Oh, der geht aber ab. Da ist er, unser Hering. Na, das Eimerchen füllt sich, Leute. Hier, Leute. Jo. Oh, nein. Mit dem Gummi weg. Nein. Nein. Ich probiere nochmal eine andere Köderfarbe, eine etwas grellere, da hatte ich doch glaube ich ein paar mehr Bisse drauf. Also wir haben jetzt in relativ kurzer Zeit tatsächlich sehr viele Heringe fangen können, was auch riesen Spaß macht, muss ich wirklich sagen. Was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme mal wieder hier diesen weißen Wurm, der hat irgendwie jetzt in relativ kurzer Zeit sehr viel Bisse auch gebracht. Da zappelt er los. So, lassen die ganze Montage jetzt erstmal ein bisschen absinken. Oft kriegt man auch schon einfach nur beim Absinken die Bisse. Also, oh, ja, hier, da haben wir es. Da waren schon die Bisse. Also, wie gesagt, kleiner Farbwechsel auf diesen. Ja. Da hauen die richtig drauf. Also, ihr seht es auch hier. Da wird der Hering auch auf den Gummi gezogen. Also, das klappt wunderbar hier. Und macht auch natürlich riesen Spaß. Kennen das ja viele, die übliche Heringsmontage mit dem Heringsblei, dem Heringsvorfach, wo 4-5 Haken dran hängen und die Heringe, die im Schwarm schwimmen, nach diesen Imitaten schnappen und dann hat man da in einer Heringsmontage bis zu 5 Hering. Das ist ein bisschen anders hier mit der Angelei, aber ich finde, es macht richtig, richtig Spaß. Leichten Gerät, kleine Köder, leichte Gewichte, jede Menge Spaß. Und da haben wir auch schon den nächsten Kandidaten. Also ich habe jetzt gemerkt, dass die Heringe doch ein bisschen weiter oben stehen. Also die stehen nicht mehr ganz so weit im Wasser. Da kommt er, da haben wir den Patienten. Da seht ihr es, hängt am Gummi. So. Montage war dieselbe wie eben. 3 Gramm Chebo. Weißen Gummiwurm. Da ist auch schon der nächste. Da kommt er angeflogen. Ui. Und der hat sich released. Ja, das passiert sehr oft beim Heringsangeln. Dadurch, dass sie wie verrückt zappeln, bis man sie raus hat, verliert man noch einige, aber das macht nichts. Dafür stimmt die Frequenz. Ja, hier. Ich habe jetzt nur reingeschmissen. Noch nicht mal angefangen zu kurbeln und also, da kommt schon der nächste. Jetzt versuchen wir den relativ schnell rauszuheben. Da ist er, Leute, da ist er. Da ist unser Hering, der Grünschnabel.
Tja, meine Lieben, der kurze Heringsquickie ist jetzt auch vorbei. Wir sitzen jetzt schon wieder im Auto, fahren jetzt gleich nach Hause, haben noch eine etwas längere Strecke vor uns. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr gebt mir dafür einen Daumen nach oben oder abonniert mich. Ich wollte euch einfach auch zeigen, dass man gerade mit ultraleichtem Gerät viel mehr machen kann, als einfach nur auf Forelle angeln. Man kann damit auf Barsch, auf quasi sogar auf Friedfische, auf alles Mögliche. Und ja, das wollte ich euch einfach zeigen. Macht übrigens auch sehr, sehr viel Spaß. Probiert's mal aus. Ich wünsche euch am Wasser stets stramme Leim. Wir sehen uns. Ciao.